Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Mein Name ist Sandra Kensicke. Heute mal von drinnen, da es draußen ziemlich stürmt. Und kalt ist es auch. Doch hier drinnen ist es ziemlich gemütlich. So in einem Sessel, es ist kuschelig warm, ich habe den Kamin angemacht. Und das passt eigentlich sehr gut zu unserem heutigen Thema. Positive Gefühle und Gedanken selbst erzeugen der Wohlfühlanker. Eine positive Lebenshaltung macht uns glücklicher, hat Barbara Fredriksen gesagt. Sie ist Professorin für positive Psychologie. Ja, dann rennen wir den ganzen Tag grinsend durch die Gegend. Und viele von Ihnen werden jetzt meinen, nee, es gehört auch mal dazu, sich zu ärgern und wütend zu sein. Ganz so Unrecht haben Sie da nicht. Frau Fredriksen betont in einem Interview zu ihrem Buch Macht der Liebe sehr wohl, dass diese Aussage nicht bedeutet, dass wir jetzt alle grinsend durch die Gegend rennen und immer unglaublich glücklich sein müssen. Das bedeutet es nicht. Sie sagt, dass wir hier lieber unsere ganzen Emotionen bemerken sollen. Sie sollen uns bewusst sein und wir sollen sie anerkennen. Und die Quintessenz von allem bedeutet, wir sollen uns in negativen Emotionen und Erlebnissen weniger lange aufhalten. Also nicht immer glücklich sein und rumrennen, sondern einfach, wenn es mal Ärger gibt und wir wütend sind, da auch wieder schnell rauskommen. Ein Beispiel wäre hier, Sie haben sich über Ihren Chef geärgert und Sie fahren jetzt heim. Naja, Sie werden sich auf dem Weg vielleicht über manch einen Autofahrer aufregen, ihn beschimpfen und dann kommen Sie heim. Und Ihre Wut und Ihr Ärger ist immer noch in Ihnen und dann ist Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann dran und die Kinder. Und genau das meint Frau Fredriksen. Hier sollte der negative Teil schneller bewältigt werden. Über positive Gefühle und Emotionen spricht die Menschheit schon sehr lange. Zum Beispiel in der Bibel oder auch in spirituellen Texten und auch in der buddhistischen Lehre. Was wissen wir denn? Wir wissen, dass chronischer Stress krank macht. Davon haben Sie bestimmt schon gehört. Und in der Forschung hat Frau Fredriksen herausgefunden, dass Menschen, die sich selbst positive Gefühle machen können, einen gleichmäßigeren Herzrhythmus haben, dass das Immunsystem besser funktioniert und auch haben sie ein geringeres Risiko, am Herzinfarkt zu sterben. Wow! Sie hat also bewiesen, dass positive Gefühle uns gesünder machen. Ein wichtiger Punkt, weil warum sollen wir das sonst alles machen? Und sie hat noch weiter geforscht. Sie hat Studien betrieben. Und darauf hat sie uns ganz deutlich gezeigt, dass positive Gefühle uns im Alltag auch helfen. Erst einmal, schwächen Sie negative Gefühle, negative Gedanken, Wut, Ärger, auch Trauer. Das ist doch schon mal super. Das zweite ist, positive Gefühle und Gedanken geben uns einen viel größeren Handlungsspielraum. Warum? Naja, sie geben uns die Möglichkeit, eine Lösung zu finden. Und vielleicht nicht nur eine, sondern mehrere. Wenn Sie wütend sind, naja, da kommt so richtig bei nichts raus, weil Sie ärgern sich. Und dann geben uns die Gefühle auch noch etwas Wichtiges. Sie stärken uns. Wenn wir uns öfter positive Gefühle machen können, dann stärkt es uns. Wenn dann etwas Negatives kommt, Rückschläge, negative Erlebnisse, dann haben wir ein Mittel, das besser durchzustehen.
Viele Gründe auf einmal, oder? Und warum nutzen wir uns das jetzt nicht? Warum benutzen wir es in unserem Alltag nicht? Jetzt fragen Sie sich, na wie denn? Ich habe die Lösung. Ein Anfang einer Lösung. Naja, viel Zeit kostet es auch nicht, weil Zeit haben wir ja eigentlich gar nicht, oder? Ich hätte den Wohlfühlanker zu bieten. Der Wohlfühlanker. Was soll der denn machen? Der Wohlfühlanker gibt Ihnen die Möglichkeit, sich positive Gefühle und Gedanken zu machen. In kurzer Zeit. Sehr leicht. Das hört sich gut an, oder? Und besonders dann, wenn Sie ängstlich sind oder wütend, verärgert oder Stress haben. Und je öfter Sie diesen Anker aufladen und nutzen, umso eher steigt Ihr Wohlbefinden oder Ihr Selbstvertrauen. Hört sich gut an? Na dann, reden wir ganz speziell über den Wohlfühlanker. Der Wohlfühlanker. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu ankern, zu installieren. Die erste Möglichkeit ist, Sie erleben gerade etwas Wunderschönes. Dann wird genau dieses Gefühl, der Gedanke, das Erlebnis in dem Moment geankert. Wie? Sage ich Ihnen gleich. Die zweite Möglichkeit ist, Sie haben etwas Schönes erlebt. Es liegt in der Vergangenheit oder Sie hatten gerade in dem Moment keine Zeit zu ankern. Dann stellen Sie sich dieses Erlebnis nochmal vor. Gehen Sie nochmal ganz tief rein, als ob Sie es gerade in dem Moment erleben. Und dann ankern Sie. Gut, jetzt wissen Sie schon mal, was wir ankern. Was ankern wir denn nicht? Die Erlebnisse und Gefühle sollten nicht mit Menschen oder Tieren zu tun haben, die Ihnen wirklich nahestehen. Warum nicht? Es gibt in jeder Beziehung auch mal negative Situationen. Und es sollte bei einem Anker, wenn Sie ihn hervorrufen, nichts Negatives kommen, sondern was Positives. Also besser. Ankern Sie Friede. Ankern Sie Dankbarkeit, Freude. Ein paar Beispiele gefällig? Ein Vogel, der gerade morgens um 5 Uhr, wenn Sie zur Arbeit müssen, singt. Ein Baum, der Ihnen gerade Schatten spendet oder an den Sie sich angelehnt haben. Der warme Sand, durch den Sie gerade gehen im Urlaub. Ein warmer Stein, der sich aufgewärmt hat in der Sonne. Wie wäre es mit dem kühlen Wasser, als Sie im Sommer gerade baden waren am See? Oder Sie essen gerade ein Eis? Alles Dinge, die Sie ankern können. Alles, was Ihnen wichtig ist. Gut. Jetzt ist Ihnen natürlich noch die Frage, wo ankern Sie? Ja, an einer Stelle, in der Sie im Alltag natürlich immer gut erreichbar sind. Also wäre das zum Beispiel das Handgelenk, rechts oder links. Wenn Sie jetzt Ihr eigenes Handgelenk rechts oder links mal anfassen und Sie spüren an einem Handgelenk, passt mir nicht so, dann nehmen Sie zum Beispiel das andere. Sie könnten auch das Ohr nehmen, nur in der Öffentlichkeit am Ohr die ganze Zeit dazu stehen, naja, wer es mag, soll es machen. Ich ankere zum Beispiel an meinem Zeigefinger. Ich drücke mit Daumen und Mittelfinger, den Zeigefinger. Also suchen Sie sich was aus. Das Beste ist einfach das Handgelenk an einer wirklich Stelle, die Sie jederzeit erreichen können. Gut. Jetzt wissen wir, dass wir ein Erlebnis brauchen, das gerade im Moment geschieht oder was wir uns wieder hervorholen. Sie wissen Friede, Dankbarkeit und Freude, dass Sie das installieren sollten und Sie wissen auch wo. Ah, da fehlt ja noch wie. Okay, ich erzähle es ganz kurz und dann machen wir es einfach mal zusammen. Also, Sie werden die Augen schließen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Wenn Sie die Augen geschlossen haben, wird es intensiver. Sie werden auch nicht zu stark abgelenkt und können das in dem Moment besser fühlen. Dann werden Sie sich, wir nehmen die Möglichkeit, dass Sie sich jetzt ein Erlebnis vorstellen, Sie werden Sie sich dieses Erlebnis vorstellen.
ganz stark machen, als ob sie es gerade im Moment erleben. Dann drücken sie ihren Wofelanker, also das Handgelenk zum Beispiel, lassen es gedrückt, die Augen sind noch geschlossen. Dann atmen sie tief ein, halten die Luft ein wenig an und atmen wieder aus. Spüren nochmal das gute Gefühl, was sie hatten, und öffnen wieder die Augen. Okay? Na dann machen wir es einfach mal zusammen. Also ich ankere jetzt gerade im Moment ein Erlebnis, was ich hatte, eine Kanutour mit meinem Mann im Spreewald. Ganz einsam, keiner in der Nähe, das Wasser ganz ruhig, ganz viele Bäume spiegeln sich im Wasser, die Sonne kommt durch die Bäume hindurch, Vogelgezwitscher. Das ist das, was ich jetzt als Erlebnis ankern werde. Also, wir schließen jetzt alle einmal die Augen und ich begleite Sie. Also die Augen schließen. Atmen Sie einmal tief ein, halten Sie die Luft an und atmen kräftig aus. Und jetzt stellen Sie sich Ihr schönes Erlebnis vor. Lassen Sie sich ein wenig Zeit. Versetzen Sie sich in dieses Erlebnis hinein, als ob Sie es gerade erleben, als ob Sie es gerade tun. Vielleicht hören Sie ein wenig, vielleicht riechen Sie etwas oder schmecken, vielleicht sehen Sie Bilder oder spüren etwas auf Ihrer Haut. Machen Sie es so stark, wie Sie es gerade in dem Moment können. Lassen Sie sich ein wenig Zeit. Tauchen Sie ein in Ihr Erlebnis, in Ihr positives Gefühl. Und wenn Sie es haben, dann drücken Sie Ihren Wohlfühlanker. Drücken Sie zu. Nicht, dass es schmerzt, aber kräftig. Und halten und halten und halten. Dann lösen Sie Ihren Wohlfühlanker und atmen tief ein. Halten die Luft an und kräftig durch den Mund aus. Spüren nochmal nach und kommen dann zu mir zurück und öffnen die Augen. Wieder da? War's gut? Ich habe mich wohlgefühlt. Und ich hoffe, Sie auch. Und je intensiver Sie dieses Gefühl bei dem Erlebten haben und machen können, je intensiver ist Ihr Wohlfühlanker. Und Sie dürfen jederzeit übertreiben. Also, machen Sie es grüner, als es grünt. Machen Sie es heller, als es hell ist. Tauchen Sie ein. Probieren Sie es einfach ein wenig aus. Spielen Sie damit. Hauptsache, es ist schön. Und genießen Sie es. Am Anfang mag es ein wenig holprig sein. Was soll ich ankern? Vielleicht ist der Blick noch nicht da. Lösungen parat? Wie wär's denn mit einem Zettel am Spiegel? Abends dann beim Zähneputzen. Ah, ich muss ja noch ankern. Und dann legen Sie sich ins Bett und überlegen, was am Tag schön war. Und dann ankern Sie es. Und je öfter Sie das machen und je öfter Sie ankern, umso stärker wird Ihr Anker. Und Sie haben auch vielmehr den Blick dafür. Das ist nicht gleich morgen so. Und auch nicht übermorgen. Naja, dann überübermorgen vielleicht. Da werden Sie den Blick bekommen, was für Schönes in der Welt gibt. So, wir haben über den Wohlfühlanker gesprochen. Und jetzt? Naja, zu irgendwas muss er ja auch Nütze sein. Er ist schon mal Nütze, weil Sie die Kleinigkeiten langsam sehen werden. Aber Sie brauchen ja noch viel mehr. Sie müssen ihn einsetzen. Ja, jetzt laden Sie ihn erstmal auf. Und dann? Dann kommt der kleine Ärger. Ein kleiner Ärger am Anfang. Der Sohn hat vergessen, den Müll rauszubringen. Ja. Oder jemand in der Firma hat mich wieder so schief angeschaut. Und dann drücken Sie ihn. Am Anfang vielleicht auch noch irgendwo, wo nun niemand ist,
wo Sie die Augen schließen können, weil das intensiviert nochmal die Wirkung. Später geht das dann auch so. Und dann lassen Sie es auf sich wirken. Schauen Sie mal, was dann passiert. Und es ist genau das, was Frau Friedrichsen gemeint hat. Wenn wir das Negative nicht solche Bedeutung zuschreiben und es auch nicht so lange haben, warum auch? Gibt es einen Grund? Nein. Und deswegen haben wir den Wohlfühlanker. Und ich freue mich, dass Sie ihn jetzt haben. Und probieren Sie es. Und bleiben Sie dran. Weil er wirkt nicht gleich morgen. Es braucht Zeit. Sie haben zum Fahrradfahren auch nicht nur einen Tag gebraucht. Lassen Sie sich Zeit. Bleiben Sie dran. Das ist das Gute. Und das ist das Schöne. Weil, wie Frau Friedrichsen sagt, eine positive Lebenshaltung macht uns glücklicher. Und das ist doch was Schönes, oder? Also, alles Gute. Auf Ihrem neuen Weg. Ihre Sandra Gensicke.